Kevin Kühnert ist bei uns von der SPD. Wie hält es die SPD mit den Computerspielern und der Computerspielebranche? Was ist wichtig? Ja, wir sind froh, dass die Diskussion sich mittlerweile sehr geändert hat in Deutschland. Weg von der leidigen Killerspiele-Diskussion, die immer wenig mit der Realität zu tun hatte, hin zu erkämpften Potenzialen, die in der Games-Branche liegen, was die Fachkräftegewinnung im Bereich der Softwareentwicklung beispielsweise angeht, was den Einsatz von Games in der Gesundheitswirtschaft, im Bereich der Bildung oder auch in der Ausbildung von Ehrenamtlichen beispielsweise angeht. Das alles wird systematisch in der Politik genutzt und deswegen fördern wir das auch in den Bundeshaushalten mit knapp 50 Millionen und das ist gut angelegtes Geld, was auch in die Gesellschaft wieder zurückfließt. Wo sind noch die Defizite? Wo sagen Sie, muss noch mehr gefördert werden? Müssen wir noch mehr Anstrengung machen? Also 5G-Ausbau, Glasfaser ist klar. Wo vielleicht noch? Naja, Defizite sind schon auch noch im Bereich der Branche selbst, was die Verantwortung angeht, die Communities auch zu moderieren, also nicht einfach nur einen Raum zu schaffen, in dem sich Menschen virtuell treffen und sie dann machen zu lassen, sondern auch Spielregeln aufzustellen und die durchzusetzen, was zum Beispiel Hate Speech, also den Umgang mit Beleidigungen auf Plattformen angeht. Eigentlich können Games ein sehr diskriminierungsfreier Raum sein, weil zum Beispiel Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung daran viel leichter teilnehmen können als an einer Sportveranstaltung in einer Sporthalle. Gleichzeitig sind natürlich Umfelder, in denen Sexismus oder Rassismus geäußert werden und dann nicht ausgeschlossen werden, welche, in denen sich nicht alle gleichermaßen zu Hause fühlen. Daran werden wir in den nächsten Jahren noch arbeiten müssen, dass jemand, der eine Plattform bereitstellt, ein bisschen auch eine Hausmeisterfunktion hat und dafür zu sorgen hat, dass die Bude am Ende des Tages nicht runtergerockt ist. Sie sind jetzt hier auf der Gamescom, waren eben auf der Podiumsdiskussion. Was sind Ihre Learnings, Ihre persönlichen neuen Erkenntnisse, wo Sie vielleicht auch bereichert mit von der Gamescom wieder zurückgehen? Ja, was man schnell merkt, wenn man sich mit der Community hier und mit der Branche beschäftigt, ist, wir müssen alle aus dem Kopf rauskriegen, dass es hier um so eine Freizeitbeschäftigung für Kinder und Jugendliche allein geht. Ich würde sagen, beim Gaming gilt, alles kann, nichts muss. Es ist völlig in Ordnung, sich auch einfach nur geistig zu zerstreuen, eine gute Zeit zu haben, zu spielen, wie man früher gesagt hätte. Aber wir haben eben politisch auch die Potenziale dabei zu erkennen. Hier ist eine Branche, wo sich viele auch einen Kopf machen, wie man auch der Gesellschaft was zurückgeben und nützlich tatsächlich sein kann. Und das sollten wir aufgreifen. Und diese Messe steht auch dafür, dass wir hier auch als Politik ganz gezielt eingeladen werden, um zu zeigen, wir die Games-Branche ist Teil der Gesellschaft, sie will Verantwortung übernehmen und wir haben die Aufgabe, dem einen rechtlichen Rahmen als Politik zu setzen. Ist ja eigentlich auch ein Glück, dass so eine große Computerspielemesse mit geschätzt 300.000 Besucherinnen und Besucher dieses Jahr hier auch in Deutschland stattfindet, ne? Das ist ein großes Glück. Die Gamescom hat einen Ruf und es kommen auch wahnsinnig viele Leute. Wir unterstützen das auch, dass es das hier gibt, weil das wirklich weil hier Fachpublikum ist, weil hier aber auch die Breite der Community kommt. Und das ist mir dann auch allemal lieber, als große kommerzielle Events politisch zu fördern. Das wollen ja manche auch, dass wir staatliches Geld ausgeben, damit wir dann am Ende eine Leistungsshow von einigen wenigen großen Spieleentwicklern bekommen, die mit irrsinnigen Ticketpreisen junge Menschen in Stadien reinlocken wollen. Sowas kann der private Markt gerne unter sich machen. Das ist nicht Aufgabe von Politik, aber Entwickler zusammenzubringen, soziale Verantwortung und entsprechende Gruppen mit Entwicklern und den Nutzerinnen und Nutzern zusammenzubringen, das ist schon eine urpolitische Aufgabe und deswegen sind wir gerne aus Überzeugung hier und tauschen uns mit der Branche auch aus. Spielen Sie eigentlich auch privat? Ja, jeder oder fast alle spielen ja irgendwo. Man denkt dann immer, man muss mit einer Konsole zu Hause sitzen, dafür habe ich jetzt nicht die Zeit, aber das unweigerliche Smartphone, was sich in unser aller Taschen auch in der Politik befindet, das ist natürlich andauernder Begleiter. Manchmal gibt es ja Bilder aus dem Bundestag, wo man auf dem Bildschirm erahnen kann, dass da vielleicht Candy Crush oder Ähnliches gespielt wird. Auch das ist Gaming, auch das entwickeln Leute, auch da sind Arbeitsplätze und anderes mehr hinter. Das muss man sich eben vor Augen führen. Games beginnt nicht erst, wenn ich in so einem riesigen Ledersessel zu Hause im Jugendzimmer sitze, sondern Games begleiten uns im Alltag. Bei Kevin Kühnert, ich danke für die Einschätzung auch zur Gamescom und zu den sozialen Aspekten auch der Computerspieleindustrie und des Computerspiels. Danke. Sehr gerne.